Harry Potter Felix Felicis. Wusstet ihr das über den Glückstrank? In Harry Potter und der Halbblutprinz erfahren wir das erste Mal von einem Trank, welcher als flüssiges Glück bekannt ist. Doch der Ursprung ist genauso interessant wie die Wirkung. Ein Zauberer namens Sigmund Butch erfand und perfektionierte den Felix Felicis Trank im 16. Jahrhundert und testete diesen auch an einen jungen Zauberer namens Tertius. Durch eine Reihe von glücklichen Ereignissen wurde der arme Weise zu einem der berühmtesten Fluchbrecher der Gringotts Zaubererbank. Dieser Zaubertrank ist einfach sowas von krank. Würdet ihr euer Leben durch einen Glückstrank beeinflussen lassen wollen? Folgt für mehr Harry Potter Videos.